So, dann können wir in die Tagesordnung eintreten. Ich rufe auf den Punkt 2. Entschuldigung, das ist die Fragestunde. Mein Gott. Ich rufe auf die Frage 1070, Frau Kollegin Gnadl. Warte, jetzt. Ich frage die Landesregierung, wie ist der derzeitige Planungsstand für die Modernisierung des Bahnhofs Glauburg-Stockheim? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Gnadl, für ein attraktives Angebot auf der Schiene wird ein barrierefreier Zugang in Bahnhöfen immer wichtiger. Barrierefreiheit hilft nicht nur mobilitätseingeschränkten und älteren Menschen, sondern auch Müttern und Vätern mit Kinderwagen und Radfahrern, die mit der Bahn fahren wollen, und macht es für alle bequemer. Daher unterstütze ich es sehr, wenn geplant ist, einen Bahnhof barrierefrei umzubauen. Die Modernisierung des Bahnhofs Glauburg-Stockheim ist Gegenstand einer Rahmenvereinbarung aus dem Jahr 2011 zwischen der DB Stationen Service, dem RMV, dem Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe und der Gemeinde Glauburg-Stockheim. Ziel ist neben der barrierefreien Erschließung mit Aufzügen am Haus- und Mittelbahnsteig auch eine Erneuerung der Unterführung. Der aktuelle Planungsstand für die Modernisierung der Station Glauburg-Stockheim stellt sich nach Mitteilung der zuständigen Vorhabenträgerin DB Station und Service wie folgt dar. Die Vorplanung wurde auf Grundlage der Planungsvereinbarung aus dem April 2015 erstellt. Auf Wunsch der Gemeinde wird nun die ursprüngliche Planung ergänzt. Die Unterführung soll künftig vollständig unter dem Bahnhof durchführen. Dies führt dazu, dass eine neu gefasste Planungsvereinbarung verhandelt werden muss. Die bisherigen Planungen werden soweit möglich übernommen. Aus heutiger Sicht ist mit einem Abschluss dieser neuen Planungsvereinbarung im Herbst diesen Jahres zu rechnen. Als Baubeginn ist derzeit 2022 anvisiert. Vielen Dank, Hausler. Gut, dann rufe ich auf die Frage 1071, Frau Kollegin Arnold. Drück mal. Lena Arnold. Jetzt. Ich frage die Landesregierung, welche Vorteile verspricht sie sich aus der Zusammenarbeit mit Thüringen durch die gemeinsame Nutzung von Rechnerkapazitäten bei Steuerberechnungen? Wird's jetzt zu hören? Ja, Frau Kollegin Arnold. Der Freistaat Thüringen und das Land Hessen verfolgen das Ziel, durch eine Kooperation im Betrieb der Steuerverfahren Vorteile im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit, die Erhöhung der Betriebsstabilität und die Qualität sowie die Absenkung von Risiken zu realisieren. Es zeigt sich zunehmend, dass kleinere Bundesländer mit ihren eigenen Rechenzentrumskapazitäten nicht die Anforderungen für die Zukunft so ganz einfach werden erfüllen können, die größere Bundesländer mit ihren Kapazitäten in der Lage sind, bereitzustellen. Insofern ist die Kooperation zwischen Hessen und Thüringen, wobei wir für den Freistaat Thüringen die Berechnungen im Rahmen des Konsensverbundes übernehmen werden, sicherlich ein Zeichen dafür, für eine zunehmende Konzentration auch von Rechnerkapazitäten zwischen den Bundesländern, dass wir durchaus gute Hoffnung sein können, dass das nicht das Ende einer Entwicklung zunehmender Kooperation auch über Ländergrenzen hinweg sein wird. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Frage 10. Augenblick mal. Danke. 1072, Frau Kollegin Löber. Wo ist sie da? Drücken Sie mal das Knöpfchen. Ja, okay. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die Machbarkeit des Wiederaufbaus der A-Salzbödebahn, um eine bessere Mobilität im ländlichen Raum zu schaffen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Löber, ein attraktiver ÖPNV verbessert die Lebensqualität im ländlichen Raum und wir wollen die Straßen insgesamt entlasten und mehr Passagiere auf die Schiene bringen. Ein Baustein für diese Ziele kann die Reaktivierung von stillgelegten Schienenstrecken sein. In Hessen sind in den vergangenen Jahrzehnten über 80 Nebenstrecken stillgelegt worden. Im Fall der A-Salzbödebahn war dies aus meiner Sicht eindeutig ein Fehler.
In einer umfangreichen Bestandsaufnahme haben das Land und die Verkehrsverbünde landesweit stillgelegte Strecken hinsichtlich ihres Potenzials für eine Reaktivierung einer ersten Bewertung unterzogen. Einem Wiederaufbau der A-Salzbödebahn stehen dabei leider erhebliche Hindernisse entgegen. Die A-Salzbödebahn wurde 2001 stillgelegt. Die Gleise und Sicherungsanlagen wurden abgebaut. Kurz, die Strecke besteht schlicht nicht mehr. Der östliche Abschnitt der Trasse im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist zwar noch weitestgehend frei von Überbauung, im Lahn-Dill-Kreis ist die ehemalige Trasse inzwischen aber an verschiedenen Stellen überbaut. Ein Wiederaufbau der A-Salzbödebahn würde vor diesem Hintergrund einen erheblichen planerischen Vorlauf für Neuplanung, Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren erfordern. Wegen des großen Fahrgästepotenzials, das für den östlichen Teil der ehemaligen A-Salzbödebahn besteht, beabsichtigen der Landkreis Marburg-Biedenkopf als zuständiger Aufgabenträger und der RMV gemeinsam dennoch eine Voruntersuchung zur Machbarkeit eines Wiederaufbaus in Verbindung mit alternativen Betriebskonzepten zu vergeben. Dieses Vorgehen der zuständigen Planungsinstanzen wird seitens der Landesregierung ausdrücklich begrüßt. Ich hoffe sehr, dass die angekündigte gutachterliche Untersuchung wichtige Entscheidungsgrundlagen für das weitere Vorgehen zum Ergebnis haben wird. Mein Ministerium und die Technische Fachbehörde Hessen Mobil stehen für alle damit zusammenhängenden Fragen weiterhin gerne beratend zur Verfügung. Zusatzfrage, Frau Kollegin Löber. Können Sie etwas schon über die zeitlichen Abfolgen sagen, weil Sie sagten, es ist eine Voruntersuchung und gutachterliche Untersuchung. Gibt es da konkrete Vorgaben, wie das zeitlich, finden da die ersten Treffen statt oder haben die schon stattgefunden? Herr Staatsminister Al-Wazir. Also wir sind ja nicht der Aufgabenträger in dem Fall, aber es gibt ein Konzept des Landkreises Marburg-Biedenkopf und nach allem, was ich weiß, wird dort die Voruntersuchung derzeit ausgeschrieben und wir sind auf die Ergebnisse gespannt. Zusatzfrage, Frau Kollegin Löber. Sie hatten eben auch ausgeführt, dass Sie grundsätzlich Ausbau ÖPNV bzw. Reaktivierung begrüßen und haben da auch auf Fahrgastzahlen verwiesen. Gibt es hier Untersuchungen, welche Fahrgastzahlen zu erwarten wären? Sie? Nein, sonst wäre ja die Voruntersuchung nicht nötig. Aber es gibt Hinweise darauf. Es gibt entlang der Trasse im Bereich Marburg-Biedenkopf, das ist ja damals als Ersatz gemacht worden, eine Buslinie, die offensichtlich gut frequentiert ist. Und alle unsere Erfahrungen zeigen, dass Schienenstrecken noch attraktiver sind. Aber genau das muss jetzt im Rahmen der Voruntersuchung geklärt werden. Und der Landkreis hat dort ein Konzept vorgelegt. Ich weiß, dass die Kurhessenbahn ebenfalls schon ein Betriebskonzept erarbeitet hat. Und ich hoffe, dass das positiv sein wird. Aber ich kann dem nicht vorgreifen. Es muss am Ende sich rechnen und es muss auch technisch machbar sein. Und genau deswegen gibt es die Voruntersuchung. Frage 1073, Frau Abgeordnete Geis. Ich frage die Landesregierung, in welchem Umfang machen Schulleitungen von der Möglichkeit Gebrauch, den Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung mit Lehrkräften von 4 bzw. 5% für die Umwandlung in eine Leiter- und Leitungsdeputat zu nutzen? Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Frau Abgeordnete Geis, nach § 3 Absatz 3, 5 und 6 der Pflichtstundenverordnung kann die Schulleiterin oder der Schulleiter Zuschläge zur Grundunterrichtsversorgung in zusätzliche Schulleiter- oder Schulleitungsdeputate umwandeln. In SAP werden diese Stunden dann als Anrechnungsstunden bei denjenigen Lehrkräften verbucht, die die zusätzlichen Tätigkeiten ausführen. Im Schuljahr 2017-18 waren dies 2484,28 Stunden, dies entspricht rund 96 Stellen, als zusätzliches Leitungsdeputat aus dem Zuschlag der Grundunterrichtsversorgung und 570,98 Stunden, das entspricht rund 22 Stellen, als zusätzliches Leiterdeputat, ebenfalls aus dem Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung. Ich
Minister, für Ihre Ausführungen. Wie beurteilen Sie denn diese Umwandlungen vor dem Hintergrund, dass der Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung, zur Sicherstellung von Unterricht und nicht zur Sicherstellung von Verwaltung zugewiesen wird? Und an einer großen selbstständigen Schule können das 4 bis 5 Stellen sein, die hier entsprechend genutzt werden. Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete, erlauben Sie mir zuerst die korrigierende Bemerkung, dass der Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung keineswegs zweckgebunden gewährt wird und auch nicht zur Abdeckung von Unterricht, denn dafür sind ja die 100% für die Grundunterrichtsversorgung da. Sondern diesen Zuschlag gewähren wir Schulen bewusst bindungsfrei, damit sie sie für die Zwecke einsetzen können, die sie einfach für pädagogisch am wertvollsten halten. Und wenn sie daraus Anrechnungsstunden für Lehrkräfte finanzieren, dann sind das natürlich Stunden, die diese Lehrkräfte zur Entlastung bekommen, weil sie besondere Aufgaben wahrnehmen, damit eben auch besondere pädagogische Leistungen, die eben nicht im Pflichtunterricht enthalten sind, für die Schülerinnen und Schüler erbringen. Und wie man das am besten ausgleicht oder wie man das am besten organisiert, das ist nach unserer Konzeption ist Aufgabe der jeweiligen Schule und gehört auch einfach zu dem Entscheidungsspielraum, den wir ihr geben. Und wenn Sie sich den Gesamtumfang des Zuschlages zur Grundunterrichtsversorgung anschauen, dann reden wir von 1.600 Stellen, die die Schulen in Hessen zusätzlich bekommen, zu dem, was sie für die Abdeckung der Stundentafel brauchen, einfach bindungsfrei wirklich zur Setzung pädagogischer Schwerpunkte, zur Unterstützung des eigenen pädagogischen Profils. Wenn davon ungefähr 100 Stellen in Leiter- und Leitungsdeputate gehen, um Lehrkräfte entsprechend zu entlasten, finde ich das nicht übertrieben. Vielen Dank. Ich rufe auf die Frage 1074 von Frau Dr. Sommer. Sie wird übernommen von Herrn Abgeordneten Holschuh. Ich frage die Landesregierung, wann will sie analog zum Bundesland Mecklenburg-Vorpommern das mit Hafnet, die digitale Kommunikation unter den örtlichen Kliniken gefördert hat, eine hessische Lösung als digitales Kommunikationsnetzwerk für die Akteure im Gesundheitswesen zur Verfügung stellen? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, der im Juni dieses Jahres veröffentlichte Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit für ein Gesetz zur Stärke des Pflegepersonals sieht die Fortführung von Vorhaben der Länder zur Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung vor. Der hierfür bereits beim Bundesversicherungsamt eingerichtete Strukturfonds soll wie bisher heftig aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds und von den Ländern finanziert werden. Neben den bisherigen Förderzwecken sollen zukünftig unter anderem auch Vorhaben zur Bildung telemedizinischer Netzwerkstrukturen gefördert werden können. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen gemeinsam mit den Krankenkassen und Hessen und den antragstellenden Krankenhäusern prüfen, welche Fördermaßnahmen geeignet sind, nicht nur die digitale Kommunikation zwischen Krankenhäusern in Hessen zu ermöglichen, sondern darüber hinaus durch telemedizinische Netzwerke die Strukturen in der Krankenhausversorgung in Hessen weiter zu verbessern. Sektorenübergreifende Netzwerke werden im Übrigen bereits durch die Diskussionen in den Gesundheitskonferenzen sowie durch das Landesprogramm Bildung regionaler Gesundheitsnetze auch finanziell unterstützt. Das ist die Frage beantwortet, Herr Kollege. Oder Sie sind schmal, aber Sie sind mir trotzdem im Wege. Dankeschön. Dann rufe ich jetzt auf die Frage 1075, Herr Abgeordneter Meißner. Knöpfchen drücken. Jetzt geht's. Wunderbar. Ich frage die Landesregierung. Wie wird sie sich in der Umsetzung des neuen Rahmenkonzepts für das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön einbringen? Frau Staatsministerin Hinz. Herr Abgeordneter, wie schon das erste Rahmenkonzept für das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön, ist auch das neue Rahmenkonzept nicht als verbindliche Planung zu sehen, sondern als ein umfassendes Leitbild. Es wurde unter breiter Beteiligung der Bevölkerung und Institutionen des UNESCO-Biosphärenreservates entwickelt und richtet sich in erster Linie an die regionalen Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Das Kabinett hat am 12. März 2018 beschlossen, dass die zuständigen Ressorts eine Unterstützung der besonders bedeutsamen Projektideen prüfen und soweit erforderlich die Umsetzung im Rahmen der jeweils verfügbaren Haushaltsmittel fördern. Mein Ministerium wird sich daher in diesem und im nächsten Jahr zusätzlich mit jeweils 150.000 Euro für die Realisierung geeigneter Maßnahmen im Biosphärenreservat Rhön beteiligen. Hierbei handelt es sich beispielsweise um die Renaturierung von Quellen und Querdurchlässen, insbesondere im Bereich bzw. Umfeld des Roten Moors, dem Schutz der Rhönquellschnecke, der Förderung der Rhönschafzucht und der Vermarktung des Rhönschafs. Wir werden auch die Beauftragung einer Status Quo- und Potenzialanalyse hierzu in Auftrag geben. Die Umrüstungsberatung und Unterstützung für eine sternenparkgerechte Außenbeleuchtung wird ebenfalls gefördert, vor allem auch als Beitrag zum Insektenschutz. Darüber hinaus wurden die Finanzmittel des Landes zur Einrichtung einer neuen Stelle für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation im Zuge der Wahrnehmung länderübergreifender Aufgaben aufgestockt. Auch das neue Rahmenkonzept gilt ja für alle drei Länder, also Thüringen und Bayern gehört ja auch mit dazu. Zu den Aufgaben dieser neuen Stelle zählen unter anderem die Präsentation und Darstellung des Biosphärenreservates Rhön in den neuen Medien, die Überarbeitung und laufende Aktualisierung der Homepage inklusive der Verknüpfung mit der neuen Rhön-App sowie der Integration des neuen Rahmenkonzeptes. Hierfür stehen ab dem Haushaltsjahr 2018 zusätzlich 106.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Dann kommen wir zur Frage 1076, Frau Kollegin Ravensburg. Ich frage die Landesregierung, welche Ziele verfolgt sie mit der hessischen Ressourcenschutzstrategie? Frau Staatsministerin Hinz. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, Hessen stellt sich in der Ressourcenschutzstrategie dem Problem eines zu hohen globalen Verbrauchs an natürlichen Ressourcen. Das übergeordnete Ziel ist, die lebensnotwendigen Ressourcen insgesamt zu schützen und auf Dauer zu erhalten. Es gibt den sogenannten Welterschöpfungstag, der sozusagen den Ressourcenverbrauch misst und innerhalb und der deutlich macht, wann die Ressourcen innerhalb eines Jahres von der Erde bereitgestellten natürlichen Ressourcen aufgezehrt sind. Er fand in diesem Jahr bereits am 1. August 2018 statt. Also seitdem leben wir sozusagen auf Kosten der nachfolgenden Generationen. Mein Ministerium hat deshalb eine Ressourcenschutzstrategie für Hessen entwickelt, die auf einen sparsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen in Hessen abzielt und damit auch entsprechende Konsequenzen für den Verbrauch in anderen Ländern hat. Hierbei ist natürlich zu berücksichtigen, dass Hessen als hochentwickeltes Technologieland intensiv in die globalen Handelswaren und damit auch Rohstoff- und Ressourcenströme eingebunden ist. Wir haben verschiedene Felder identifiziert, die zu bearbeiten sind, zum Beispiel ressourcenschonend konsumieren, ressourcenschonend landschaftlich produzieren, gewerblich produzieren, Wasserressourcenmanagement, dass ressourcenschonend Boden und Flächen genutzt werden müssen, ressourcenschonendes Bauen und Infrastruktur erhalten, ressourcenschonend mobil sein, das Schließen von Stoffkreisläufen, Forschung und Entwicklung dafür. Wir haben daraufhin einzelne Projekte begonnen. Ich will nennen das Pilotprojekt Essen in Hessen für nachhaltigere Ernährung und Reduzierung von Lebensmittelabfällen mit dem WWF und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, die Initiative Becherbonus, die aufzeigt, welche Abfallmengen bei einem unreflektierten Konsum von Einwegbechern entstehen und Alternativen fördert, der Ökoaktionsplan, der den Anteil der ökologischen Erzeugung der hessischen Land- und Ernährungswirtschaft steigert und damit auch die regionale Vermarktung unterstützt, das ressourcenschonende Bauen am Beispiel des Rathauses Korbach, also der Hessentagsstadt diesen Jahres,
die Einführung des Landestickets zur ressourcen- und klimaschonenden Mobilität. Ganz wichtig die Etablierung des Phosphordialogs mit flankierenden Fördermöglichkeiten zur Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm und nicht zuletzt die Entwicklung eines Leitbildes für ein integriertes Wasserressourcenmanagement Rhein-Main. Es werden in der nächsten Wahlperiode weitere Projekte hinzukommen und insgesamt die Strategie vervollständigen. Zusatzfrage, Herr Kollege Warnecke. Frau Ministerin, Sie hatten angesprochen die Frage, wann die Weltbevölkerung den Tag definiert bekommen hat, ab dem wir mehr Ressourcen verbrauchen, als wir verbrauchen dürften. Liegt der Tag in Hessen davor oder danach? Frau Staatsministerin Hinz. Also es werden keine Statistiken allein für Hessen geführt, sondern dieser Tag wird allgemein berechnet und er gilt insgesamt für, also international und damit für den, ist der 1. August auch für uns erstmal derjenige welcher. Die nächste Frage ist die Frage 1077, Frau Abgeordnete Hofmeier. Ich frage die Landesregierung, wie viele hessische Lehrkräfte sind derzeit befristet angestellt? Herr Staatsminister Dr. Lorz. Frau Abgeordnete Hofmeier, die Zahl der befristet beschäftigten Lehrkräfte ist ständigen Schwankungen unterworfen, weil sich der Bedarf an ihre Einstellungen laufend ändert. Wann beispielsweise eine Lehrkraft langfristig erkrankt und dann durch eine befristet beschäftigte TVH-Kraft vertreten werden muss, und das ist ja der typische Fall, richtet sich leider nicht nach den organisatorischen Abläufen des Schuljahres. Gleichwohl werden aus Gründen der Nachvollziehbarkeit, Vergleichbarkeit und Aussagekraft der Statistik die Daten zu einem bestimmten Stichtag erhoben. Bei den Lehrkräften ist dies der 1. Oktober eines jeden Jahres. Das ist der Stichtag für die Lehrkräftestatistik. Das ist übrigens nichts Neues. Es wird schon sehr lange so praktiziert und er liegt auch bewusst ungefähr 2 Monate immer nach Schuljahresbeginn, damit eben auch Personalverschiebungen zu Beginn des Schuljahres mit erfasst werden können. Deswegen ist das die valideste Zahl, die ich Ihnen geben kann, die ich Ihnen aber auch schon in der Beantwortung einer anderen Kleinen Anfrage im Sommer gegeben habe. Zum Statistikstichtag 1. Oktober 2017, da waren 5.301 Lehrkräfte mit befristeten Arbeitsverträgen an hessischen Schulen beschäftigt, wobei Lehrkräfte mit befristeten Gestellungsverträgen, Erzieher sowie nicht unterrichtende Sozialpädagogen da nicht drin enthalten sind. Zusatzfrage, Frau Kollegin Hofmeier. Ja, vielen Dank, Herr Minister. In der Tat, wenn Stichtag 1. Oktober ist, dann gibt es jetzt keine neuen Zahlen. Wobei nochmal mit Blick auf die letzten 3 Jahre ja dann in der Tat sich die Befristungen unwesentlich verändert hatten. Wir haben bei den Anfragen immer zwischen 4,5. Fragestellung, bitte. Bitte schön. Die Frage dazu, Herr Präsident, lautet, wie man, ob des eklatanten Lehrermangels nicht in der Lage ist, die Befristungen zu reduzieren. Herr Kultusminister. Abgeordnete Hofmeier, gibt es auch eine Entwicklung, die genau in die gegenläufige Richtung weist? Wie Sie wissen, haben wir in den vergangenen Jahren sukzessive immer neue Lehrerstellen geschaffen, allein in dieser Legislaturperiode 4.350 Stellen zusätzlich. Und es ist natürlich völlig klar, je mehr Stellen man im System hat, umso mehr Vertretungsfälle fallen natürlich auch an. Das ist auch eine reine Frage der Statistik. Wenn ich mehr Lehrer habe, werden natürlich auch mehr Lehrer in absoluten Zahlen beispielsweise krank. Und damit steigt tendenziell auch die Zahl der befristeten Arbeitsverträge. Und mit einem möglichen Lehrermangel hat das an dieser Stelle deswegen nichts zu tun, weil es bei diesen befristeten Verträgen ja in aller Regel nicht um die Abdeckung sozusagen von Grundunterricht geht, sondern darum, dass wir eben Vertretungen engagieren für erkrankte Lehrkräfte, für Lehrkräfte beispielsweise, die sich in Mutterschutz oder Elternzeit befinden und dergleichen mehr. Und an diesem Phänomen ändert sich nichts. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Hofmeier. Vielen Dank. Herr Minister, können Sie noch die Zahl sagen der mobilen Vertretungsreserve? Mein letzter Stand war 300 oder 500 Lehrkräfte. Ist das dabei geblieben oder ist die auch erhöht? Herr Kultusminister. Vor 300 Stellen in der mobilen Vertretungsreserve. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Degen.
Herr Kultusminister, können Sie denn möglicherweise auch nur über den Daumen gepeilt, aber immerhin uns sagen, wie viele dieser rund 5.300 befristeten Lehrkräfte, wie viele davon eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung haben? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, das ist jetzt wieder eine ganz andere Frage. Das sind Zahlen. So etwas muss man, wenn dann, gesondert erheben. Das kann ich Ihnen natürlich nicht aus der Hand beantworten. Der Herr Kollege Greilich hat eine weitere Zusatzfrage. Ich weiß nicht, ob ich es überhört habe, aber die Frage lautet doch, wie viele hessische Lehrkräfte derzeit befristet angestellt sind. Ich habe die Zahl nicht wahrgenommen. Kann an mir liegen, ich weiß es nicht. Stichtag 1. Oktober 2017, 5.301. Frage 1078, Frau Abgeordnete Hofmeier. Ich frage die Landesregierung, wie viele Lehramtsabsolventen mit erster Staatsprüfung, die sich für den Vorbereitungsdienst in Hessen beworben haben, befinden sich derzeit auf der Warteliste für den Vorbereitungsdienst? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete Hofmeier, zum Einstellungstermin 1.5.2018, das ist der letzte, konnten alle Bewerberinnen und Bewerber für die Lehrämter an Grundschulen, an Förderschulen, an Haupt- und Realschulen, mit der Ausnahme von zwei Personen mit dem Fach Russisch, für das wir derzeit keine Ausbildungsmöglichkeit haben, und mit dem Lehramt an beruflichen Schulen ein Einstellungsangebot erhalten. Das heißt, in allen diesen Lehrämtern gibt es gar keine Warteliste, wie gesagt, von den beiden Personen im HR-Bereich mit Russisch abgesehen. Im Gymnasialbereich dagegen gibt es nach wie vor eine Warteliste. Hier konnten 519 Bewerbungen des Hauptverfahrens und 35 verspätete Bewerbungen aus dem Nachrückverfahren nicht berücksichtigt werden. Zusatzfrage, Frau Kollegin Hofmeier. Herr Minister, bedeutet denn das im Gegenzug, dass dort in den Bereichen, wo alle eingestellt werden konnten, sozusagen ein Defizit ist, also wir noch mehr hätten einstellen können, aber keine Bewerber da waren? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete, das ist teilweise richtig. Sie wissen ja beispielsweise, dass wir etwa im Grund- und Förderschulbereich eine größere Weiterbildungsmaßnahme haben für Lehrkräfte mit dem gymnasialen oder dem HR-Lehramt, die sich weiterqualifizieren als Grund- und Förderschullehrkräfte. Diese Weiterbildungsmaßnahme haben wir natürlich eingeführt, weil wir eben nicht mehr über ein freies Reservoir an Grund- und Förderschullehrkräften verfügen. Und insofern hätten wir auch entsprechend mehr Grund- und Förderschullehrkräfte einstellen können. Aber die Weiterbildungsmaßnahme deckt das eben entsprechend ab, als ein Beispiel für unsere Maßnahmen. Dankeschön. Dann kommen wir zur Frage 1079, Abgeordnete Degen. Ich frage die Landesregierung, wie viele Lehrerstellen sind derzeit nicht besetzt? Herr Kultusminister. Herr Degen, wir haben einen Schuljahresstart erlebt wie selten zuvor. Wir werden das ja morgen noch in aller Ausführlichkeit debattieren, aber vor allen Dingen, wenn Sie das mal im Vergleich zu dem sehen, was sich im Moment in den anderen Bundesländern, deren Schuljahre ja jetzt beginnen, wir waren ja in diesem Jahr als Erste dabei, wenn Sie sich anschauen, was sich da abspielt und wie wir im Vergleich dazu in Hessen aufgestellt sind, dann kann man das schon so statuieren. Aber wie gesagt, das werden wir morgen mit Sicherheit noch im Detail miteinander debattieren. Die Unterrichtsversorgung ist in Hessen vollständig abgedeckt. Daran haben die staatlichen Schulämter, die Schulen und auch das Kultusministerium in den letzten Wochen hart gearbeitet und wir lassen uns darüber auch sehr genau berichten und können das daher mit großem Selbstbewusstsein sagen. Sie wissen aber auch, alle, die sich im Bereich Schule und Schulverwaltung auskennen, dass eben der Stichtag, zu dem die Schulämter die Daten zu neu eingestellten Lehrkräften eingepflegt haben, der 1. Oktober ist. Das hatten wir eben schon bei der Frage zu den befristet beschäftigten Lehrkräften. Das ist all die Jahre so gewesen und auch in diesem Jahr nicht anders. Und es macht ja überhaupt keinen Sinn, zum jetzigen Zeitpunkt den Schulen irgendwelche exakten Statistiken abzuverlangen. Zusatzfrage, Herr Kollege Degen. Herr Kultusminister, vor dem Hintergrund, dass Sie eben uns noch nicht mal sagen könnten, wie viele Vertretungskräfte eine pädagogische Ausbildung haben und auch vor dem Hintergrund, dass Sie ja eben nochmals deutlich gemacht haben, dass Sie belastbare Zahlen ja eigentlich erst mit der Oktoberstatistik haben werden,
Woher nehmen Sie dann die Selbstsicherheit der Zeit, in den Medien insbesondere zu behaupten, auch in Elternbriefen, dass Sie nur qualifizierte Lehrkräfte einsetzen würden und alle Stellen besetzt seien? Das ist mir die Grundlage nicht klar, Herr Kultusminister. Herr Kultusminister. Abgeordnete, wir haben sichergestellt, dass die Unterrichtsversorgung vollständig abgedeckt ist. Das haben wir in der Tat sehr intensiv mit den staatlichen Schulämtern erörtert, weil die Situation der Lehrkräftegewinnung im Moment nicht einfach ist. Das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Und haben uns das wirklich auch schulscharf garantieren lassen, dass das alles entsprechend abgedeckt ist, diese Versorgung. Davon ganz unabhängig ist die Frage beispielsweise von Lehrkräften, was immer wieder vorkommt, was auch in den vergangenen Jahren immer vorgekommen ist, die beispielsweise kurzfristig eine Stelle zurückgeben, die in ein anderes Bundesland wechseln, wo man immer die ersten Wochen des Schuljahres noch mit Personalverschiebungen zu tun hat. Genau deswegen ist ja auch dann der Oktober der Stichtag für die Lehrkräftestatistik. Ich rufe auf die Frage 1080, Herr Abgeordneter Degen. Ich frage die Landesregierung, wie viele Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst sind derzeit mit der Leitung von Klassen betraut? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Degen, in 26 von 29 Studienseminaren, das jetzt auf alle Lehrämter bezogen, sind keine Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst mit einer Klassenleitung betraut. Wir haben aus Anlass Ihrer Frage einzeln recherchiert und haben an den verbleibenden drei Studienseminaren vier Fälle gefunden. Vier Fälle, das ist also ungefähr ein Promille aller Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, wo Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst in einer klassenleitungsähnlichen Funktion eingesetzt sind. So gibt es am Studienseminar für berufliche Schulen in Wiesbaden eine Lehrkraft im Vorbereitungsdienst, die eine klassenleitungsähnliche Betreuung von Gruppen wahrnimmt. Am Studienseminar für Gymnasien in Fulda sind zwei Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst mit der Tutorenschaft in der Einführungsphase betraut. Und am Studienseminar für Gymnasien in Oberursel hat eine Lehrkraft im Vorbereitungsdienst eine Klassenleitung in Doppelbesetzung. Ich darf aber zu all diesen vier Fällen sagen, da wäre personell auch problemlos eine Klassenleitung oder Tutorenschaft auch durch Lehrkräfte, die sich nicht im Vorbereitungsdienst befinden, möglich. Das waren bewusste Entscheidungen der Schulen vor Ort und Ausdruck freiwilliger und besonders engagierter Tätigkeiten auf Seiten der entsprechenden Lehrkräfte. Ich rufe auf die Frage. Oh, Entschuldigung, Herr Degen. Dann haben Sie noch eine Zusatzfrage. Bitte schön. Herr Kultusminister, gilt noch Ihre Aussage aus der mündlichen Fragerunde vom 19. Juni, in der Sie uns mitteilten, dass die Übernahme einer Klassenleitung durch Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst mit dem Ziel des pädagogischen Vorbereitungsdienstes nur schwer in Einklang zu bringen sei? Herr Kultusminister. Absolut, Herr Abgeordneter. Deswegen, das habe ich aber, glaube ich, auch gesagt in der Antwort damals, dass er immer eine Frage der Prüfung im Einzelfall. Und wie Sie sehen, ist der Regelfall 99,9%, dass Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst aus genau den zuletzt in der Antwort auf die mündliche Frage genannten Gründen keine Klassenleitung wahrnehmen. Und dann haben wir eben vier Sonderfälle, wo nach Prüfung im Einzelfall das anders entschieden worden ist. Und das zeigt, der Regelfall ist ganz klar ein anderer. Aber Ausnahmefälle können individuell auch mal wohl begründet sein. Jetzt habe ich Sie. Vielen Dank. Liegen Ihrem Haus, Herr Kultusminister, auch Zahlen dazu vor, wie viele Lehrkräfte ohne pädagogische Ausbildung Klassenleitungen übernommen haben? Herr Kultusminister. Also, Herr Abgeordneter Degen, da müssen wir uns zuallererst mal darüber unterhalten, was pädagogische Ausbildung im Einzelnen bedeutet. Ich meine, wir haben ja durchaus unterschiedliche Lehrämter. Wir haben jetzt beispielsweise unsere sozialpädagogischen Fachkräfte und so weiter. Und dann ist das natürlich auch wieder eine Frage, wie soll ich die denn aus der Hand beantworten? Demnächst, und damit ist die Frage beantwortet. 1081, Herr Kollege Warnecke. Schönen Landeshessen, liegen die neun? Funktioniert es jetzt? Ja. Liegen die neun in der Antwort der Landesregierung zu der großen Anfrage gleichwertige Lebensverhältnisse auf dem Lande 19-6063 nicht namentlich genannten geförderten Dorfläden im ländlichen Raum? Frau Staatsministerin Hinz. Herr Abgeordneter, die neun in der großen Anfrage genannten geförderten Dorfläden liegen in folgenden Kommunen:
Gemeinde Siegbach, Lahn-Dill-Kreis, Gemeinde Breitscheid, Lahn-Dill-Kreis, Gemeinde Morschen, Schwalm, Eder-Kreis, Stadt Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Stadt Lolla, Landkreis Gießen, Gemeinde Dautphetal, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Gemeinde Kornberg, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Gemeinde Fuldatal, Landkreis Kassel, Gemeinde Bromskirchen, Landkreis Waldeck-Frankenberg. Frage, keine Zusatzfrage, Frage 1082, Herr Warnecke. Ich darf die Landesregierung fragen, welcher kalkulatorische Nichtnutzungsgrad verbirgt sich hinter dem Angebot des Landestickets an die Beschäftigten im Landesdienst hinter dem Preis von umgerechnet gut 350 Euro? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, die Verkehrsverbünde gingen zum Zeitpunkt der Angebotskalkulation von einer aktuellen Nutzungsquote von 18% beziehungsweise dann von einer Nichtnutzungsquote von 82% aus. Diese Quote beinhaltet die Fahrten von und zur Dienststätte und nicht eine gelegentliche Nutzung im Rahmen von Fahrten innerhalb der Freizeit. Die Kalkulation der Verkehrsverbünde beruht auf Grundlage der Daten der Studie Mobilität in Deutschland, beauftragt durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, BMVI, und wurde unter Beachtung der räumlichen Verteilung der Wohnorte und der entsprechenden Dienstorte vorgenommen. Diese Vorgehensweise liegt die Annahme zugrunde, dass die Landesbediensteten sich im Nutzungsverhalten nicht signifikant anders verhalten als die übrigen Nutzer des ÖPNV in Hessen. Dann kommen wir zur Frage 1083, Herr Kollege Lotz. Ja, funktioniert. Ich frage die Landesregierung, sind zum Schuljahr 2018/2019 alle Stellen an der Geisbergschule in Linsengericht mit qualifizierten Grundschullehrkräften, die Aktivunterricht erteilen, besetzt? Herr Kultusminister. Ja, Herr Abgeordneter Lotz, an der Geisbergschule in Linsengericht sind zum Schuljahr 2018/19 alle Stellen besetzt und die Unterrichtsversorgung wird durch qualifizierte Lehrkräfte sichergestellt. Dann kommen wir zur Frage 1084. Herr Abgeordneter May. Ich frage die Landesregierung, wie viele Promotionsvorhaben gibt es derzeit an Promotionszentren der Hochschulen für angewandte Wissenschaften? Herr Staatsminister Rhein. Ja, Herr Abgeordneter May, meine sehr geehrten Damen und Herren, in den 4 Promotionszentren der Hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften gibt es derzeit 35 angenommene Doktorandinnen und Doktoranden. Zusatzfrage, Herr Warnecke. Und wie viele Promotionsvorhaben gibt es insgesamt an den hessischen Hochschulen? Herr Staatsminister Rhein. Da kann ich ganz direkt an eine der vorigen Antworten von meinem links neben mir sitzenden Kollegen anschließen. Das kann ich Ihnen nicht aus der Hand beantworten, aber ich werde es Ihnen gerne nachliefern. Dann kommen wir zur Frage 1085, Frau Abgeordnete Schott. Ich frage die Landesregierung, weshalb schließt sie mit dem Michaelishof in Darmstadt eine Einrichtung, die von Minister Grüttner mehrfach als besonders geeignet für Frauen mit Kindern herausgestellt wurde? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, bereits im April 2016 hat sich die Hessische Landesregierung auf ein flexibles Standortorganisationskonzept verständigt, das einem aktuellen Ankunftsgeschehen Rechnung trägt und die Möglichkeit zulässt, auf unterschiedliche Flüchtlingszugänge angemessen und geordnet zu reagieren. Infolge eines niedrigeren Zuzugs an Asylsuchenden seit März 2016 wurden bereits im April und September 2016 sowie im März und November 2017 entsprechende Anpassungen der Unterbringungskapazitäten vorgenommen. Das lag auch daran, dass wir beispielsweise im Monat Januar 2016 noch einen Tageszugang von ungefähr 220 Personen hatten. Seit Jahresbeginn ist ein Tagesmittelwert von 45 Geflüchteten zu verzeichnen. Die
Aufnahme- und Belegungskapazitäten in den Erstaufnahmeeinrichtungen hat sich mittlerweile auf 2.100 Personen rund reduziert. Die Aufgabe der Erstaufnahmeeinrichtung Michaelisdorf in Darmstadt erfolgt im Rahmen der aktuellen 5. Modifikation des Standortorganisationskonzeptes, die am 11. Juni 2018 beschlossen worden ist. Da die zuletzt betriebenen 8 Standorte der Erstaufnahme mittlerweile alle eine sehr hohe Qualität der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten aufzeigten, ist die Auswahl der zu schließenden bzw. passiv zu stellenden Standorte mit großer Sorgfalt von den verantwortlichen Behörden getroffen worden. Der Erstaufnahmestandort in Darmstadt zeichnete sich insbesondere durch das zwischen Februar 2016 und April 2017 am Standort Michaelisdorf durchgeführte und vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration geförderte Pilotprojekt Step by Step mit entsprechendem Betreuungsangebot für besonders schutzbedürftige Personen wie schwangere und alleinreisende Frauen aus. Die Erfahrungen und Erkenntnisse des Pilotprojektes Step by Step sind eine wichtige Grundlage und Wegweisen für die Arbeit in den noch jetzt aktiv gestellten Erstaufnahmeeinrichtungen, aber auch für die Arbeit der 4 neuen psychosozialen Zentren in Hessen. Nach dem Vorbild von Step by Step dienen die im Frühjahr 2018 eröffneten psychosozialen Zentren die Verbesserung und Sicherstellung einer adäquaten Versorgung und psychosozialen Betreuung der in allen Regionen des Landes Hessen sicher. So können Asylsuchende in allen Erstaufnahmeeinrichtungen in Hessen sowie Geflüchtete in den Kommunen das Angebot der psychosozialen Zentren wahrnehmen. Des Weiteren ist eine Übergabe der erarbeiteten und bewährten Strukturen des Standorts Michaelisdorf im Sinne der Qualitätssicherung seitens des RP Gießen vorgesehen. Deshalb werden die Erfahrungen aus Darmstadt nicht verloren gehen, sondern lediglich an anderer Stelle weitergeführt. Zu betonen an dieser Stelle ist auch die Weiterentwicklung der konzeptuellen Arbeit an allen Standorten der Erstaufnahme in den vergangenen 2 Jahren, die zu einer Optimierung der Unterbringungs- und Betreuungsmöglichkeiten in allen Liegenschaften geführt hat, sodass ein Höchstmaß an Privatsphäre und Schutz in allen Einrichtungen gewährleistet wird, separate Unterbringungsmöglichkeiten, aber auch abgestimmte Angebote für schwangere und alleinreisende Frauen sowie für Familien sind mittlerweile an allen Standorten der Erstaufnahme in Hessen vorhanden. Darüber hinaus hält das Land Hessen im Bereich der Erstaufnahme mit dem Standort Rothenburg weiterhin eine Einrichtung für Geflüchtete mit besonderem Fürsorge- und Schutzbedarf vor. Die derzeit in Michaelisdorf untergebrachten Personen, es sind noch 94, Stand 31. Juli dieses Jahres, werden in den nächsten Wochen zum allergrößten Teil in eine ausgewählte Kommune zugewiesen oder gegebenenfalls an einen Standort verlegt werden, an dem die benötigte Vorsorge gewährleistet ist. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Schott. Herr Minister, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Können Sie bitte sagen oder genauer beschreiben, was Sie mit separate Einrichtungen für Frauen in bestehenden Einrichtungen meinen? Wie muss ich mir das vorstellen? Das sind insbesondere abgetrennte Räumlichkeiten, aber auch Gebiete innerhalb von Erstaufnahmeeinrichtungen, in denen ein besonderes Schutzkonzept vorgehalten wird. Das heißt, dass die Eingangskontrollen, Zutrittskontrollen, aber vieles andere mehr auch noch stärker ausgeübt werden als in den übrigen Bereichen. Zusatzfrage, Herr Kollege Warnecke. Herr Staatsminister Grüttner, ich darf Sie fragen, ist geplant, weitere Erstaufnahmeeinrichtungen aus der Nutzung zu nehmen? Herr Sozialminister. Ja, wir haben ein entsprechendes Standardorganisationskonzept, in dem wir immer wieder beobachten, wie die Tageszugänge sind und wie die Belegung ist. Gleichzeitig achten wir darauf, inwiefern wir Betreiberverträge abgeschlossen haben oder Mietverträge abgeschlossen haben und welche Laufzeiten die noch haben. Und wenn die Zugangssituation sowie eben auch ein Auslaufen von Mietverträgen oder Betreiberverträgen es zulässt, werden wir auch Standorte weiter schließen oder aktive in passive Standorte verwandeln. Aber wir werden immer so weit Vorsorge treffen, dass wir immer gewährleisten können, bei einem auch sprunghaften Anstieg von zu uns kommenden Menschen adäquat reagieren zu können,
sodass wir in Zukunft keine Sondermaßnahmen treffen müssen, wie wir sie Ende 2015, Anfang 2016 getroffen haben, sondern wir werden dann sicherstellen, dass in unseren Erstaufnahmeeinrichtungen ausreichende Kapazitäten zur Verfügung stehen. Okay, vielen Dank. Dann kommen wir zur Frage 1086, Frau Abgeordnete Schott. Ich frage die Landesregierung, welche Kosten verursacht die Befragung von Pflegekräften zur Pflegekammer? Ja. Also, Herr 55.000 Euro. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Schott. Und diese Kosten werden komplett von der Landesregierung getragen. Herr Staatsminister. Wir haben die Befragung in Auftrag gegeben und bezahlen sie auch. Ich rufe auf die Frage 1087, Herr Kollege Lotz. Ja, funktioniert es ja. Ja. Ich frage die Landesregierung, wie gedenkt die Landesregierung sicherzustellen, dass die Nebenbestimmungen durch den Kraftwerksbetreiber des Kraftwerkes Ambuderuswehr bei Lolla eingehalten werden und welche Sanktionsmaßnahmen sind vorgesehen, wenn diese nicht eingehalten werden? Frau Umweltministerin Hinz. Herr Abgeordneter Lotz, die Einhaltung der Nebenbestimmungen obliegt grundsätzlich der Genehmigungsinhaberin. Die Überwachung der Anlage und des Betriebs fällt in die Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Gießen als obere Wasserbehörde. Die Überwachung der Auflagen erfolgt durch angemeldete und unangemeldete Überprüfungen vor Ort, gegebenenfalls gemeinsam mit der oberen Fischereibehörde und einer Fristenkontrolle nach Aktenlage bei eventuellen Vorlagepflichten des Unternehmers. Da das Gelände der WKA Lolla zugänglich ist, kann eine unangemeldete Kontrolle auch bei Abwesenheit des Unternehmers erfolgen. Bei Verstoß gegen die Nebenbestimmungen eines bestandskräftigen Bescheids kann ein Zwangsgeld festgesetzt werden. Darüber hinaus können im Einzelfall geeignete Zwangsmittel ergriffen werden, beispielsweise in Form einer Ersatzvornahme. Bei einem beharrlichen Verstoß ist unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit auch grundsätzlich ein Widerruf der Zulassung möglich. Das stimmt. Ja. Zusatzfrage, Herr Kollege Lotz. Frau Ministerin Hinz, können Sie mir sagen, wie hoch der Stromanteil von Wasserkraftwerken in Hessen überhaupt ist und hier im Besonderen, wie viel Strom erzeugt das genannte Kraftwerk Buderuswehr? Frau Ministerin. Nee, das müsste ich Ihnen nachreichen. Also es ist jedenfalls, glaube ich, nicht mehr als 5% überhaupt, aber die Zahl kann ich Ihnen nachreichen. Ich kann, also insgesamt für Wasserkraftanlage in Lolla kann ich es Ihnen gar nicht sagen im Moment, aber ich kann Ihnen vielleicht noch kurz was zum Werdegang des Bescheides was sagen, wenn Sie möchten. Nein, das möchten Sie nicht. Das habe ich mir fast gedacht. Also gut. Das fragt er im nächsten Plenum. Okay. Der Kollege Lotz wird erst Ortsbesichtigung machen. Gell, von der Ordnung. Vielen Dank. Dann rufe ich auf die Frage 1088, Abgeordneter Eckert. Ich frage die Landesregierung, wann wird die L3022 zwischen Hasselbach und Weilburg saniert und in einen guten straßenbaulichen Zustand versetzt? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Eckert, ich erlaube mir zunächst einen kleinen Hinweis. Ich gehe davon aus, Sie meinten die L3322. Da die L3022 von der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen bei Waldbrunn über Runkel nach Hünfelden verläuft. Hasselbach dagegen ist über... Hasselbach dagegen ist über die L3322, die L3020 und die B456 mit Weilburg verbunden.
Ja, die L 3322 befindet sich ab der Abzweigung auf die L 3020 in keinem guten Zustand. Allerdings weist sie im hessenweiten Vergleich nur ein sehr geringes Verkehrsaufkommen auf. Deshalb kann sie innerhalb der Sanierungsoffensive bis 2022 leider nicht berücksichtigt werden. Den Hintergrund kennen Sie. Ein Fünftel des rund 7000 Kilometer langen Landesstraßennetzes befand sich 2016 in einem sehr schlechten Zustand. Deshalb haben wir erstens die Mittel für den Landesstraßenbau Jahr für Jahr erhöht und zweitens den Sanierungsanteil Jahr für Jahr gesteigert. Trotzdem können nicht alle sehr schlechten Strecken gleichzeitig saniert werden. Die Maßnahmen sind nach den bekannten Kriterien Verkehrssicherheit, Verkehrsqualität, Verkehrsbedeutung, Wirtschaftlichkeit, Umfeldsituation sowie dem allgemeinen Straßenzustand gewichtet worden. Und da ist es nicht möglich gewesen, die L 3322 in diese Liste aufzunehmen. Aber wir gehen davon aus, dass die Sanierungsoffensive, da sie sich ja sehr erfolgreich erwiesen hat, auch in der nächsten Legislaturperiode fortgesetzt wird. Und dann werden wir natürlich die Straßen erneut bewerten. Zusatzfrage, Herr Kollege Eckert. Herr Minister, habe ich Sie dann also richtig verstanden, weil der Anteil an Landesstraßen in Hessen, die in einem schlechten und sehr schlechten Zustand viel zu hoch ist und die eingesetzten Mittel zu niedrig. Deswegen wird diese Straße in den nächsten Jahren nicht von Ihnen saniert. Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Eckert, ich darf Ihnen vielleicht mal vorlesen, wie sich der Landesstraßenbauhaushalt entwickelt hat. Im Jahr 2014 haben wir insgesamt, das war ja der beschlossene Doppelhaushalt 13-14 im Landeshaushalt 126,8 Millionen Euro gehabt, Landesstraßenbau und Ingenieurfremdmittel. 2015 waren es 134,1, 2016 139,3, 2017 162,6. Im Jahr 2018, also im laufenden Haushalt, haben wir 177,1 Millionen Euro und nächstes Jahr werden es 188,1 Millionen Euro sein. Das ist eine höhere Summe, als es jemals zuvor gegeben hat. Gleichzeitig mit dem höchsten Sanierungsanteil, den es je gegeben hat. Und auf diesem Weg will ich fortfahren und ich würde mich freuen, wenn mich das ganze Haus dabei unterstützt. Herr Kollege Warnecke hat eine Zusatzfrage. Lieber Staatsminister Al-Wazir, wie hoch ist denn jetzt der Sanierungsanteil, von dem Sie im Rahmen dieser Summe gesprochen haben? Also wie viel Geld von dem Geld, das Sie genannt haben, fließt denn in die Sanierung der schlechten Straßen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Im Jahr 2017 waren es von den reinen Landesstraßenbaumitteln 84%. Das ist der höchste Anteil der vergangenen Jahrzehnte. Zusatzfrage, Herr Kollege Eckert. Also da Sie offensichtlich meiner Auffassung waren von eben, möchte ich aber tatsächlich die Frage wiederholen. Sie haben gesagt, weil Sie einen zu hohen Anteil kaputter Straßen haben und offensichtlich zu wenig einsetzen, wird diese Straße nicht gemacht. Da haben Sie mir eine allgemeine Antwort gegeben. Ich würde gerne noch mal wiederholen und deswegen auf meine Frage eine Antwort bekommen, ob Sie diese Ansicht teilen, dass die zu vielen kaputten Straßen mit zu wenig Geld entsprechend der Grund sind, warum die Straße nicht saniert wird. Herr Wirtschaftsminister. Herr Abgeordneter Eckert, wer allen alles verspricht, verspricht in Wahrheit nichts. Und deswegen geht das nur Schritt für Schritt und Straße für Straße. Und natürlich müssen Sie auch sehen, Sie können auch rein technisch nicht alles gleichzeitig machen. Ich könnte Ihnen viele Geschichten aus dem Rheingau erzählen, weil viele Straßen können ja nur unter Vollsperrung saniert werden. Dass man natürlich auch gucken muss, dass man die Orte noch erreicht. Gleichzeitig haben wir natürlich auch limitierende Faktoren, wenn ich das mal so nennen darf, die mit der momentanen Bausituation zusammenhängen auf dem Markt. Ich würde Ihnen deshalb an dieser Stelle sagen, wenn Sie die Mittel morgen verdoppeln würden, würden Sie nicht doppelt so viel bauen können, weil die Preise dann noch weiter steigen würden. Wir haben jetzt schon die Situation, dass sich teilweise auf Ausschreibungen keiner mehr meldet und mehrfach ausgeschrieben werden muss.
Und deswegen kann ich Ihnen sagen, es ist richtig, dass diese Landesregierung sich auf eine langfristig planbare und verlässliche Sanierungsoffensive festgelegt hat, wo die Mittel Jahr für Jahr steigen, weil das am Ende auch dazu beiträgt, dass die Bauwirtschaft genau sich darauf auch einstellen kann. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Boddenberg. Herr Minister, können Sie bestätigen, dass wir, da wir bei Straßenbausanierungen über teilweise sehr lange Zeiträume reden, Sanierungsbedarfe oft nach 25, 30 und mehr Jahren stattfinden und notwendig sind, von einem Sockel ausgegangen sind 1999 in Größenordnung von 27 Millionen? Und können Sie darüber hinaus, da manche Oppositionspolitiker ja der Meinung sind, dass das alles, was wir heute machen, obwohl wir 4,5-5 Mal so viel investieren, sich die gesamten Forderungen, insbesondere der sozialdemokratischen Seite dieses Hauses, mittlerweile in Richtung 4 Milliarden Euro mehr pro Jahr bewegen? Und sehen Sie eine Chance der Finanzierung oder kennen Sie Finanzierungsvorschläge der Sozialdemokraten? Ich höre Augenblick, ich will nur dem Herrn Kollegen Rudolph erklären, dass ich die deutsche Sprache so weit kenne, das hat er schon geschickt gefragt, dass es immer eine Frage war. Ist in Ordnung so? Ja, ich habe ja keine politische Äußerung gemacht. Naja, nee. Am Anfang fing schon an, können Sie bestätigen. Und jetzt bestätigen Sie oder nicht, Herr Minister, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ja, das Landesstraßenbauprogramm war in der Vergangenheit niedriger, teilweise deutlich niedriger und teilweise, und das war damals auch Teil der Auseinandersetzung, mit einem sehr viel höheren Neubauanteil. Und das ist ja einer der Punkte, sagen, auf die sich diese Regierung am Anfang der Legislaturperiode verständigt hat, dass man diese Sanierung deutlich nach oben fahren will, aber eben auf einen Schwerpunkt auf die Sanierung legen will, was angesichts der Zustände, das muss man ja sagen, also die besagte Straße ist in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Aber das ist natürlich an dieser Stelle über einen langen Zeitraum so passiert. Und ich will an dieser Stelle Ihnen das, Sie haben ja gefragt, wie war das im Jahr 2000, das ist die letzte Zahl, die ich hier vorliegen habe, waren die Ingenieurfremdleistungen 10,1 Millionen Euro, das Landesstraßenbauprogramm 37,5 Millionen Euro, zusammen dann 47,6. Und wir sind im Jahr 2000 und wir werden im nächsten Jahr bei 188,1 sein. Das Zweite ist, ich als Fachminister sage ich immer, fürs Geld ist der Finanzminister zuständig und der, wie ich weiß, bewacht auch den Geldspeicher, aber ich weiß nun auch, dass der nicht unerschöpflich ist, sondern dass am Ende alles Geld, was ausgegeben werden muss, irgendwo herkommen muss und das kommt entweder über Schulden oder eben aus Steuereinnahmen. Und ich bin stolz darauf, dass wir in dieser Regierung es geschafft haben, in den letzten zwei Jahren einen ausgeglichenen Haushalt und diesmal sogar einen beschlossenen, vom Parlament beschlossenen ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden. Wie gesagt, alles gleichzeitig geht nicht. Das ist im wahren Leben auch so. Wir kommen zur Frage 1089, Frau Kollegin Dr. Sommer. Ich frage die Landesregierung, wie stellt sie sich die konkrete finanzielle Unterstützung der IT-Sicherheit in Krankenhäusern aus dem Gesundheitsfonds und Strukturfonds, die in Drucksache 6275 aus 90 benannt werden, vor? Herr Sozialminister. Im aktuellen Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals ist auch die Fortführung des Strukturfonds entsprechend verankert. Im Gesetzesbegründung ist dahingehend zu verstehen, dass bei der Förderung insbesondere Krankenhäuser in Betracht kommen, die mindestens 30.000 vollstationäre Fälle verzeichnen und deshalb aufgrund von gesetzlichen Grundlagen verpflichtet sind, bis zum 30. Juni 2019
organisatorische und technische Vorkehrungen zu treffen, um ihre IT-Systeme auf den Stand der Technik zu bringen. Laut der Gesetzesbegründung werden die konkreten Anforderungen, die hiermit verbunden sind, zurzeit von den Fachkreisen erarbeitet und mit dem Bundesamt für Sicherheit und in der Informationstechnik abgestimmt. Welche Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung vorhanden sind, liegt davon ab, was der Haushaltsgesetzgeber als Kompensationsmittel in den hessischen Landeshaushalt ab 2020 einstellt, welche Krankenhäuser entsprechende Anträge stellen und ob dieses förderfähige Investitionen in der IT-Ausstattung im Sinne der gesetzlichen Grundlagen ist. Und dann wird über die entsprechenden Schritte auch über die Förderanträge entschieden. Ich sehe Frau Dr. Sommer nicht. Okay, Asla. Dankeschön, dann beende ich die Fragestunde für heute.